Yay! Hey, hallo. Da. Es ist meine Ehre, hier zu reden. Ja, ich warte noch auf die Bestätigung, dass ich gerade wirklich gestreamt werde und alles funktioniert. Ist alles am Laufen? Okay, sieht so aus, als wäre ich live. Super, ja, es ist mir eine Ehre, hier zu sein und am DIVOC zu sprechen, an dem digitalen C3VOC. Und ich werde reden über Bluetooth-Zufallszahlengeneratoren. Das ist ein Thema, an dem ich zusammen mit Matti Diller gearbeitet habe, und er hat das als Masterthesis gemacht und ich habe dann damit weitergemacht. So. Die Frage ist immer, wie funktionieren Dinge im Sinne von, was ist überhaupt Zufall und wie sieht Zufall aus? Und dieses Häschen hier im Internet gibt dir vielleicht ein bisschen Zufall, aber das ist die große Frage: Ist es wirklich Zufall, was man da kriegt, oder ist es nicht Zufall? Und dann hat Marte Dieler mich gefragt, ob er eine Masterthese mit ihr machen kann. Und damals, als wir angefangen haben, hatte ich ungefähr 10 Studenten und ich war so, ich habe schon jede Menge Studenten, die an Bluetooth arbeiten, und ich bin mir nicht sicher, was ich dir dann auch geben kann, weil manche Leute probieren es mit Linux, manche mit macOS, und ich kann da gerade nicht viel mehr parallelisieren. Und er sagt aber, ich will es aber unbedingt mit dir machen. Und ich habe ihm gesagt, ah, ich habe da noch irgendwo dieses Zufallszahlengenerator-Ding, wo jemand wirklich mal reingucken sollte. Und dann hat er angefangen, mit mir eine Masterthesis zu machen. Und die große Frage da ist jetzt, warum ist es interessant, an Zufallsgeneratoren reinzugucken? Also, wenn man jetzt mal in die Spezifikation guckt, dann steht da, dass der Zufallszahlengenerator muss FIPS-compliant sein, weil er genutzt wird für die Authentifizierung und die Verschlüsselung und alles andere, was irgendwie mit Sicherheit verbunden ist. So. Das heißt, dass die Sicherheit kaputt geht. Warte, ich muss hier gerade noch gucken, wie das mit dem Mumble funktioniert. So, der Zufallszahlengenerator ist sehr sicher wichtig für die Sicherheit, für die Verschlüsselung, aber auch für die Authentisierung und alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Es muss also FIPS-compliant sein und es muss also bestimmte statistische Tests erfüllen. Und die Spezifikation sagt auch, dass man die SHA-1-Funktion mit SHA-256 ersetzen soll. Und andere Tests, die mit dem Zufallszahlengenerator gemacht werden sollten. So, die wichtige Frage ist jetzt, selbst wenn ein Zufallszahlengenerator bestimmte statistische Tests erfüllt, kann es immer noch kaputt sein. Das heißt, nur weil es durch den Test durchfällt, heißt nicht, dass der nicht trotzdem noch irgendwelche Fehler hat, und könnte eventuell auch immer noch nicht kryptografisch sicher sein, selbst wenn er die Tests besteht. Und die wichtige Frage ist jetzt, wie können wir überhaupt Zufall bekommen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe also mal mein Einhorn hier gefragt, und mein Einhorn ist hier. Und die wichtige Frage an das Einhorn ist jetzt, wie kriegen wir Zufall? Und die Antwort am Anfang ist 42. Eine andere Möglichkeit habt ihr vielleicht schon gehört. Das ist Random Access Memory. Und dann haben wahrscheinlich wenige davon gehört von Random Only Memory, also nur Zufallspeicher. Und das letzte ist der Hardware-Zufallszahlengenerator. So, ich habe jetzt nicht die Antwort dafür gehabt und das Einhorn auch nicht. Also habe ich das Internet gefragt, den Internet-Joker, und das ist Twitter. Da habe ich jetzt so eine Umfrage gemacht. Und alle, die sich jetzt mit Informationssicherheit auskennen, sollen sich das mal angucken und beantworten. Und was war die Top-Antwort? Natürlich 42. Aber dann haben manche Leute auch schon über Hardware-Zufallszahlengeneratoren gehört. Und manche haben gesagt, Zufallszugriffsspeicher, und sehr wenige haben über den Nur-Zugriffsspeicher gelesen. So, also gucken wir uns das mal an. So, wie ist es denn tatsächlich gemacht? Also, was der Mathe Dealer angeguckt hat, sind die folgenden vier Geräte. Das erste ist das Google Nexus 5.
Was, das ist unser Experimentiergerät, auf dem wir das alles ans Laufen gekriegt haben zuerst. Dann haben wir außerdem noch drei andere Geräte hier aufgelistet, weil wir dafür auch Symbole haben. Also so Funktionsnamen und globale Variablennamen, aber das ist schon viel mehr als nichts, weil die Bluetooth-Firma intern fast gar keine Strings drin hat. So, zwischen diesen vier Geräten konnten wir jetzt schon unterscheiden zwischen verschiedenen Varianten. Die ersten haben einen Inline-Pseudozufallszahlengenerator und manche haben gar keinen Cache und die zweite Variante hat irgendwie einen Cache und da gibt es noch welche, die dann teilweise mit ihrem Pseudo-Zufallszahlengenerator das in einer anderen Funktion machen. So, wie sieht das jetzt aus? Also die Variante Nummer 2 ist einfach der Code, der auch in Variante Nummer 3 zu finden ist. Für den Hardware-Zufallszahlengenerator, die guckt einfach, ob die Hardware, ob der fertig ist und wenn er bereit ist, dann wird nur gecheckt, ob der die richtigen Zahlen hat und bereitet den Watchdog vor, wenn die Zufallszahl noch ein bisschen braucht, damit der Chip nicht abstürzt und dann wird der 4-Byte-Wert wieder ausgelesen. Das ist alles ganz simpel und einfach auf die nächste Zufallszahl warten. Und es wird die ganze Zeit immer wieder geprüft, ob der Hardware-Zufallszahlengenerator auch wirklich da ist und so weiter, aber das sind alles nur Magic Numbers. So, das ist also jetzt das grundsätzliche, der grundsätzliche Aufbau und der Pseudo-Zufallszahlengenerator ist viel interessanter, weil er ein paar Werte nimmt, also die Werte der Bluetooth-Uhr. Es ist eine Uhr, die wird geschiert für die Kommunikation mit allen Parteien. Dann gibt es die lokale Uhrzeit des Geräts und noch ein paar andere Werte, die mit der Signalverarbeitung zu tun haben. Und es nimmt alle diese Werte und tut sie in einen nicht ganz so sicheren CRC32, um es wieder auf 4 Bytes runter zu komprimieren, sodass die gemeinsame Entropie von allen diesen Werten zurück auf 4 Bytes komprimiert wird, die wir brauchen für die Zufallszahlengeneratorfunktion. Also es sieht ziemlich gleich aus, egal ob das eine oder das andere aufgerufen wird. Und eine andere Aufrufmöglichkeit ist der Pseudo-Zufallszahlengenerator. Aber wenn dieser initialisiert ist, dann benutzt es irgendwelchen Speicher. Aber das ist im Grunde der einzige Unterschied. So, das hier sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Nicht wirklich was, was man sehen will. Ja, weil die Eingangssignale könnten eventuell vorhersehbar sein und vor allem auch die Uhrzeiten sind vorhersehbar und die 32-Bit CRC ist auch nicht so gut. Also, was er da gemacht hat, ist, dass er noch ein paar mehr Messungen gemacht hat und die Messungen sahen wirklich nicht sehr gut aus. Also die Plots hier, das sind Histogramme und jedes Histogramm zeigt die Werte 0 bis 256 an. Also die Bluetooth-Clock zum Beispiel ist eine 4-Byte-Uhr. Und dann, da sieht man, manche der Werte sind wesentlich wahrscheinlicher, weil es eine der Ziffern der Uhr ist. Es ist also nicht ein Zeitplot, sondern es ist die Byte-Frequenz und das Einzige, was halbwegs zufällig aussieht, ist der Plot H, was der letzte Zufallswert ist. Also wenn es jetzt nur den Pseudo-Zufallszahlengenerator benutzen würde, wäre das die Entropie, die dieser Pseudo-Zufallszahlengenerator bekommt. Und das war jetzt schon das Ende der Thesis und wir haben das eingereicht und was ich dann also mache, ist, dass ich erstmal eine CVE bei Mitra beantrage und dann sende ich es zu Broadcom und Cypress und deren Kunden, weil das, bevor Broadcom antwortet, dauert das gerne mal eine Woche oder länger und die kümmern sich auch nicht wirklich um CVEs oder Issue-IDs oder sowas und deshalb, wenn keine CVE beantragt wird von mir selbst, kann ich dieses Problem nicht wirklich verfolgen, deswegen machen wir es so rum. Was dann wiederum die Kunden von Broadcom irritiert, weil sie denken, dass Broadcom diese CVEs assigned, aber das machen sie wohl nicht.
Also haben wir jetzt die Responsible Disclosure gemacht, also das vertrauliche Erklären. Und sie haben gefragt, warum würdet ihr das machen in dem Pseudo-Zufallszahlengenerator? Das sieht echt nicht gut aus. Wenn ihr schon einen echten Hardware-Zufallszahlengenerator habt, warum? Dann sagen sie, ja, warum sollten wir zu den Pseudo-Zufallszahlengenerator benutzen, wenn wir denn einen Hardware-Zufallszahlengenerator haben? Also irgendwie behauptet jeder irgendwie, ja, wir haben einen Fehler gemacht, aber niemand sagt jetzt wirklich, was der Fehler ist. Es ging nur vor und zurück. Und Broadcom hat gesagt, ja, irgendwie, wir benutzen den Fallback sowieso nie, also ist eh alles sicher. Und das ist dann also wohl das Ende von dem Ganzen. Und Marty Dealers Masterarbeit war halt fertig und der Pseudo-Zufallsgenerator wurde wohl nicht benutzt und also wurde da irgendwie nichts gesehen. Und dann tschüss und das war's. Das Ende im Rahmen der alles ist super, alles ist sicher, nichts ist schlecht. Und das Schöne hier ist, dass wir jetzt Jan erzählen kann, was das damit jetzt noch zu tun hat. Ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Also es ist nicht wirklich das Ende. Weil natürlich habe ich mir natürlich noch mehr Geräte angeguckt. Ja, weil, naja, wenn so ein Backup sicher als Zufallszahlengenerator gibt, dann, naja, und wenn sie das verändert hat mit der Zeit, dann muss es ja dafür einen Grund gegeben haben. Und naja, man sollte natürlich auch den Hardware-Zufallszahlengenerator austesten, ob der wirklich sicher ist. Und wenn man diese Die-Harder-Testklasse verwendet, dann braucht man 1 Gigabyte Zufallszahlen von diesem Chip. Ja, und das sollte so schnell wie möglich sein. Und das war ziemlich schwierig, ziemlich aufwendig. And then the next thing is that I did some asynchronous calls, so that I don't gemacht. Call all the time, but I wait until als erstes muss man halt irgendwie einen großen Freispeicherbereich im Chip finden. Und ich habe einen gefunden, also das ist noch ein bisschen vom Chip abhängig. Manche haben kleinere Speicherbereiche frei. Und ich wollte natürlich auch sicherstellen, dass kein anderer Prozess da reinschreibt, weil dieser Speicherbereich natürlich nicht wirklich frei ist. Er wird halt nur momentan nicht benutzt von einem anderen Prozess. Und hoffentlich bleibt das auch so, damit ich da halt Testdaten reinschreiben kann, weil, ja, das schreibt die halt als Zahlensequenz da rein und da wollte ich halt auch nochmal sicher gehen und ich habe auch die ursprüngliche Zufallszahlenfunktion RBG1 deaktiviert, sodass die im Hintergrund nicht aufgerufen werden kann. Ja. Und die Ergebnisse verfälscht. Und dann habe ich asynchron
Aufruf gestartet. Und der wartet halt, bis die Messung fertig ist, was es ein bisschen beschleunigt, aber man muss halt da ein bisschen was an dem HCI-Treiber bearbeiten und das hat auch, also auf manchen Geräten funktioniert es nicht gut, zum Beispiel beim Nexus 6P und auch auf diesen Testboards ist das nicht richtig implementiert, also, aber davon abgesehen, auf den meisten Geräten funktioniert es, auf manchen muss man halt eben ein bisschen rumfummeln. Ja, und dann zum Schluss hatte ich einen Haufen Daten von den meisten Chips. Ja, Gigabyte oder sogar mehr. Und das ist halt Zufallszahlendaten, also habe ich sie einfach in die Google Cloud gelegt, weil ich denke mir so, warum nicht, sind sie ja Zufallszahlen. Und das hat mich ausgelockt. Und dann konnte ich mich aber wieder einloggen. Also es ist normalerweise nicht, dass ich tun würde, einen Haufen Daten auf Google ablegen. Aber Felix hat gesagt, nächstes Mal, wenn ich das mache, sollte ich es nicht random.data.binnen, sondern eher verschlüsseltes Backup dort binnen, weil das wäre wahrscheinlich lustiger. Dann würde Google sich wahrscheinlich fragen, was da drin ist. Der Grund, warum es so viel für Nexus 5 Daten gibt, ist wahrscheinlich, dass ich mein Backup da eingelegt habe. Könnte man meinen. Ja, das sind die Daten. Also 2,7 Gigabyte vom Nexus 5, also natürlich mein verschlüsseltes Backup. Und der Rest sind die Zufallszahlen und alle haben diesen 3-Harder-Test bestanden. Und dann gibt es immer noch einen Haufen Chips, die zu schwierig sind, also zum Beispiel diesen iMac aus 2009, der diese 2007er Firmware-Version hat and variant number 5 is the one that ja, und das hat überhaupt nicht genügend speicherfreien Speicherplatz auf dem Chip und so, sodass man nicht erwarten kann, da so viel Daten zu verzeihen rauszukommen. Und das auf dem Samsung Galaxy S10 haben sie es noch komplizierter gemacht und deshalb ist es noch schwieriger, da Patches für zu schreiben und das iPhone 11 wird von Internal Blue, also von diesem Firmware, noch nicht unterstützt und deshalb müsste ich das alles von Hand programmieren. Aber was ich für die gemacht habe, ist, ich habe zumindest bestätigt, dass es ein Hardware-Zufallszahlen-Generator gibt und dass, wenn ich jetzt irgendwelche Aktionen gestartet habe, dass die Nummer sich im Hardware-Zufallszahlen-Generator sich verändert. Also
Es gibt einen, aber ich habe jetzt nicht ein Gigabyte Daten da abgezapft, um das zu verifizieren. Ja, das Problem ist, es gibt halt einen Haufen Varianten und die Firma ist natürlich nur Binärcode. Und das macht es wirklich schwierig, weil jeder Fehler, den man da bekommt, wenn man jetzt, ja, also wenn man da jetzt reinguckt, dann jeder Fehler, as an attacker would need to figure out what the current local führt halt zu einem Fehler im Aufrufsgrafen und auch wieder 6.8. Ja, die sind ein bisschen aggressiver, was die ARM-Instruktion angeht. Also, die sind dann, ja, da könnte man weniger Fehlalarme bekommen, aber auch weniger Treffer. Und dann gibt es auch noch Amnesia, was aber auch viel zu, ja, aggressiv ist. Also, was dann natürlich Fehlalarme angibt und man bekommt auch Probleme, wenn man nicht alle Funktionen findet. Also, es gibt viele Fallstricke dabei. Und ich hatte einen Studenten, der ein anderes Tool geschrieben hat, was nicht sich den Disassembler anguckt, sondern nur das Binary, also den Binärcode. Das wird bald veröffentlicht. Aber ja, wenn man verschiedene Compiler-Optionen hat und so, wenn man da viele Jahre durch die Firmenversion durchgeht, funktioniert es auch nicht so gut. So, jetzt ist die Frage, warum haben wir überhaupt, nachdem wir 17 Chips angeguckt haben, aufgehört? Naja, 17 ist die zufälligste Zahl zwischen 1 und 20, das kann man im Internet nachgucken. Da gibt es mehrere Studien, die bestätigen, dass 17 die zufälligste Zahl ist, also müssen wir hier nicht mehr 17 Geräte angucken. Und das war auch eines der Mottos für die Easter Hack ein paar Jahre her in Frankfurt, und deswegen, 17 ist die zufälligste Zahl. So, und dann ist was Komisches passiert, weil Broadcoms Kunde, der das Problem mit dem fehlenden Hardware-Zufallsgenerator hatte, der ist ein bisschen nervös geworden, und die haben gefragt, ja, können wir irgendwie Qualcomm Bescheid sagen, weil vielleicht irgendwo ist da Zufall, der noch fehlt. Und dann habe ich gesagt, na gut, ihr könnt das Qualcomm sagen, aber wenigstens wir haben jetzt kein NDA, also würden sie es uns nicht sagen. Und deswegen, warum würden sie es euch sagen, wenn es jetzt unsicher wäre? Aber natürlich könnt ihr fragen, ob diese schwarze Box der Magie der Zufallszahlengeneration da auf Qualcomm-Chips, ob die kaputt ist. Und dann haben sie tatsächlich gefragt, und dann gab es irgendwie eine Antwort. Die Antwort darf ich jetzt nicht mit euch teilen. Und dann haben sie mir noch eine Antwort gegeben, und das ist die Antwort, die ich euch sagen darf. Und die ist mehr oder weniger, ja, sie haben keine Indikatoren dafür gefunden, dass sie diesen Fehler in ihren Pseudo-Zufallszahlengeneratoren haben. Also sie sagen, wir glauben, dass unsere Zufallszahlen sicher sind, aber wie gesagt, man würde es halt nie wirklich wissen auf diesem Chip, bis man das komplette Reverse Engineering und all diese Messungen gemacht hat. Vorher weiß man nicht, ob es wirklich sicher ist.
Also, so, was bedeutet das? Was sind die Auswirkungen? Also in allen Varianten 1 bis 5 war die Funktion für den Zufallsgenerator ist die gleich aufgerufen worden und das heißt, dass es eine Variante gibt, wo die in einem Wrapper eingepackt ist mit SHA-128-Bit-Rand. Das ist dann eine 16-Byte-Ausgabe-Variante und die nimmt einfach 16 Mal die Zufallsfunktion und tut sie in die SHA-Funktion. Aber das einfach in einem Loop, das heißt, da gibt es nicht so viel mehr Zufall. Mit den Timern kann man ungefähr dann vorher sagen, wie sie ändern und dann entsprechend auch die Werte, die aus dem Signal kommen, bleiben alle ungefähr gleich über die Zeit. Das heißt, es ist wahrscheinlich immer wieder der gleiche Wert über die komplette Runde. Und dann gibt es die andere Variante, die rote darüber, ULP, Rand. Und das ist ultra niedriger Stromverbrauch und das ist für andere Dinge. Und da werden diese 4 Bytes einfach so kopiert, ohne irgendeinen SHA-Algorithmus. Und die werden einfach so direkt zurückgegeben. Und das ist zum Beispiel benutzt in dem Secure Manager Funktion, um einen Initialisierungsvektor zu erstellen. Und das wird in anderen Verschlüsselungen benutzt. Also das ist auf jeden Fall was benutzt wird. Und diese Zufallszahlen werden benötigt, zum Beispiel in dem Numeric Comparison Protokoll, der numerischen Vergleich. Und da werden die Nummern auf den Geräten verglichen und da werden Zwischenangriffe verhindert, indem diese Versprechen quasi geschlossen und dann später wieder geöffnet werden. Das heißt, da wird einem einen Schlüssel gegeben für ein Tresor quasi, eigentlich alles rum. Auf jeden Fall, ich verspreche etwas, ohne zu sagen, was es ist, und dann später bestätige ich es. Und das hier bricht, sobald man die zufällige Zahl vorhersagen kann. Das heißt, diese numerische Vorhersage für die Zwischenmann-Attacke ist so also verwundbar. Und es gibt auch ein paar andere Dinge, die da betroffen sind, aber das ist nur so ein Beispiel. Man kann nicht mehr sicher paaren die Geräte gegen Zwischenmann-Attacken. So, dann habe ich mir Android genauer angeguckt und naja, die hatten eine gute Idee, aber allgemein, wenn der Bluetooth-Chip FIPS-compliant ist, dann heißt das, wenn er sich an die FIPS-Richtlinien hält, dann heißt es, dass der Bluetooth-Chip auf dem Android-Gerät eine sichere Zufallsquelle ist und das heißt, die ist zertifiziert und das heißt, die kann man gut benutzen. Android läuft auf vielen Geräten und man weiß nie auf irgendwie einem billigen China-Gerät, ein guter Zufallsgenerator ist und deswegen ist es vielleicht eine gute Idee, den Zufall direkt aus dem Bluetooth-Gerät zu nehmen. Deswegen wird das gemacht. Und was man in diesem Wireshark-Trace sehen kann, ist, dass sie diese Zufallswerte häufig aufgerufen werden und diese ersten 4 Werte werden benutzt, um eine elliptische Kurve für die 4 Helm-Privat-Key erstellt werden und dann später für einen öffentlichen Key und dies wird dann durch die Luft geschickt. Das kann man auch im aktuellen Android-Code nachgucken und da sieht man, das bedeutet natürlich, dass wenn man einen Zufallsgenerator hat, der kaputt ist, dann sind diese privaten Schlüssel, die erstellt werden, im Code, dass sie quasi öffentlich werden für Zwischenmann. Das, was über die Luft gesendet wird, dann benutzt werden kann, um herauszukriegen, wie dieser Schlüssel erstellt wurde, was er ist. So, jetzt ist die Frage, wann gibt es dafür einen Patch? Also das Gerät mit den fehlenden Hardware-Zufallszahlengeneratoren, das habe ich jetzt übersprungen, aus Absicht, weil es da nicht den, weil die ihre Deadline noch nicht erreicht haben. Aber das Problem ist auch, dass Broadcom und der eine Kunde uns nicht die Patches geben können dafür, nicht mal die binären. Und die können uns auch nicht sagen, wann das jetzt behoben sein wird. Das heißt, ich gehe einfach zu den Händler-Webseiten und gucke, ob es irgendwelche Updates angekündigt wurden. Und wenn
es da irgendwie auf der CVE, die da ursprünglich erstellt wurde, wenn es da irgendwelche Updates gibt, dann kann man vielleicht darauf hoffen, dass man diese Änderung, diesen Fix, einmal reverse-engineeren kann und angucken, aber aktuell gibt es da noch keinen für diese erste, für diesen ersten wichtigen Fehler. Und dann haben wir für ein paar Monate alle monatlichen Patches auseinandergenommen und aber nichts gefunden. Und dann wurde es irgendwann offiziell angekündigt. Da im Moment kein Patch angekündigt ist, werden sie diese 90-Tage-Deadline nicht schaffen. Und ihnen jetzt noch 2 Wochen zu geben, wird wahrscheinlich nicht den Unterschied machen. Deswegen werden wir mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber da wird es wahrscheinlich keine gute Behebung in der richtigen Zeit geben. So, was sind jetzt die Lektionen, die wir gelernt haben? Also wir trauen keinen eingebetteten Zufallszahlengenerator, weil eventuell ist es ein schlechter Pseudo-Zufallszahlengenerator, der die statistischen Tests zwar erfüllt, aber wenn man die Eingänge des Zufallszahlengenerators kennt, kann man eventuell sehen, dass er unsicher ist und deswegen, man weiß es halt nie. Und dann, während all dieser Bearbeitung, haben wir gesehen, wie sich diese Firmware über die 10 Jahre geändert hat und wie jeder Einzelne irgendwie ihre eigenen Fehler hat, die man einzeln beheben muss und wie man da 1 GB an Daten rauskriegen kann. Das war besonders auch sehr interessant. Und jetzt muss ich mal ein paar Credits verteilen. Einerseits an Mate Dealer, dafür, dass er diese These überstanden hat. Und einmal an Felix, der mit allem, was Krypto ist, mir geholfen hat, weil ich das nicht verstehe. Dann Matthias, mein Chef, der es überhaupt möglich macht, irgendwie ein Smartphone zu kaufen und dann noch eins zu kaufen und noch ein Smartphone und noch ein Smartphone. Und dann Jakob, der es mir möglich gemacht hat, eins der Geräte zu bekommen, die ich brauchte für ein entferntes Setup. Und dann hatte ich noch 2 Korrekturleser, die mir sehr geholfen haben, in den letzten Minuten nochmal alles richtig zu kriegen, damit das Paper in der letzten Minute auch noch korrekt wird. So, das ist alles von mir, von meinem Talk soweit. Und jetzt könnt ihr Fragen stellen. Es gibt ein Pad, in dem ihr die Fragen stellen könnt. Und dann werde ich sie gleich beantworten. So, dann gucken wir mal. Irgendwie eine Art von Muster, die man erkennen kann. Über eine gewisse Zeit ist es ähnlich. Also es ist auch nicht der zufälligste Eingabe, die man sich wünschen könnte. Und dann gibt es noch 2 weitere, die zumindest ein bisschen zufällig sind. Also das erste ist dieser RX-Engel. Der knippt nur ein paar Werte an, wenn man die Zeit misst. Und dann gibt es diesen AGC-Statusregister. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Senden zu tun. In der ersten Messung habe ich gesehen, dass es manchmal 0 war, manchmal verschiedene Werte, aber dann auch im ähnlichen Bereich, also auch das ist irgendwie nicht wirklich zufällig, was insgesamt heißt, wenn diese Infos, wenn diese nicht zufällig sind und der Angreifer den aktuellen Wert herausfinden kann, dann könnte der Angreifer auch den nächsten Wert vorher. Das ist eine komplizierte Frage, die ich nicht komplett beantworten kann. Okay.
Also, ja, okay, dann mach ich das jetzt alleine. So, also, Leute fragen, ob es eine Lücke gibt, um ins Betriebssystem zu kommen. Also die erste Sache da ist, es gibt eine Menge Treiber und ich würde sagen, die am meisten interessanten davon sind die vom iPhone XS und iPhone 11, weil die den Bluetooth-Chip über PCI Express anschließen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Are asking entropy, yeah, so I mean it's not really random. There's the timer, which is not random, and then there's like two more inputs that are like one byte or something, but not even the full byte being used, so I don't know, there might be... Naja, also teilweise wird da nicht mal das ganze Byte benutzt oder so, also viel zu brute forcen gibt's da eigentlich nicht. Nächste Frage. Naja, also wir haben sie gejailbreakt mit Eternal Blue, das funktioniert sehr gut auf allen modernen Geräten. Ich habe hier so ein süßes iPhone 6. Auf iPhones 6 unter iOS 12 und iOS 13, alles was ein UART-Chip hat, kann man mit Eternal Blue jailbreaken. Und Checkmate funktioniert da sehr gut. Und dann kann man es einfach installieren. Ja. And no, internal blue. Ja, ich kann alle hören, die Mumble sprechen, aber mich kann keiner im Mumble sprechen hören. It doesn't have anything to do with the RKA app for the COVID-19 tracking. Es hat nichts mit der RKA app fürs COVID-19 tracking zu tun. Wir haben im Moment keinen funktionierenden Exploit, um irgendwas da zu machen. Ja, das wäre irgendwie ganz cool, aber dann wiederum im Moment Exploits zu veröffentlichen ist sowieso ein bisschen schwierig, weil die nicht rechtzeitig behoben werden. Wir sollten es wahrscheinlich vielleicht mal probieren. Sollte nicht so schwer sein. Mit Hilfe der Messdaten, die wir haben. Ja, ich werde einfach die Fragen selber vorlesen. Naja, also im Grunde machen sie einfach nur alles, was die Bluetooth-Spezifikation erfüllt und ich bin mir nicht mal sicher. Für mich wäre es die Firmware, aber für die Smartphone-Welt ist es vielleicht so, dass sie das irgendwie zwar reingemacht haben, aber nicht richtig verbunden haben mit dem HVRNG in der Chip-Produktion, aber ich glaube nicht, dass sie ihn weggelassen haben, um Geld zu sparen. Erreichen können. So, how can we make more accurate statistical tests? I mean, die harder and so on, they already have accurate statistical tests. Naja, also wir haben ja schon gute statistische Tests. Das Problem ist, dass wenn wir jetzt einen Pseudo-Zufallszahlengenerator haben, von dem wir die Inputs nicht genau kennen, dann sieht es sehr zufällig aus, obwohl man nicht wirklich sagen kann, dass die Eingaben für den Generator zufällig waren. Ja, das Paper, was wir zu einer Konferenz eingeschickt haben, also die Konferenz hält uns nicht davon ab, auf archive.org zu veröffentlichen, aber da steht das Modell des verwundbaren Telefons drin, deswegen können wir das noch nicht veröffentlichen, da müssen wir noch mindestens bis Mai warten. Ja, also hier ist das Einhorn wieder im Stream, sagt Hallo. Nächste Frage. How they could fix the pseudorandom number generator? Ging um eine Entropie und ob es wirklich zufällig ist. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe sie gefragt, wie werdet ihr das beheben? Und sie haben einfach gesagt, wir werden es irgendwie in der nötigen Zeit beheben. Das ist halt wirklich ein Problem. Also diese ganze Patch-Richtlinien von denen, das ist ein bisschen nervig, weil ich nicht weiß, wie es repariert werden soll und wann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Can I quickly explain what random only memory is? So this is Eternal Blue. Ach, das ist einfach ein kleiner Witz, den Jan
machen wollte für den nächsten Tag. Und ich habe gesagt, ja, irgendwie, wir haben irgendwie hier keinen Hacker, wo sollen sie den Zufall herkriegen? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, vielleicht Zufallszugriff speichern. Dann haben wir gesagt, ah, vielleicht gibt es ja auch nur Zufallspeicher, so wie ROM, also so wie ROM, aber natürlich ist es nicht random only. Aber ja, wo soll einen guten Patch dafür her? Warum gibt es keinen guten SPF-Record für Bluetooth.lol? Also die, keine Ahnung, die Bluetooth.lol-Domain für irgendwelchen Legacy-Gründen gibt es da noch eine Webseite von mir, die da gehostet ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe sie irgendwann mal gemacht und da gelassen, aber da ist nichts wirklich ordentlich konfiguriert. Ja, nächste Frage. Ja, also wenn Alufolienhüte wirklich helfen, weniger Strahlung zu kriegen oder ob sie die Strahlung sogar verstärken, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es sieht wenigstens gut aus, ne? Also genießt es und genießt den Hut. Weiß ich nicht. Jetzt könnt ihr es wahrscheinlich besser sehen. Das ist der super Aluhut, den meine Freunde für mein Einkorn gemacht haben. Okay. Also ich denke, das war's mit den Fragen. Wie könnten Sie den ja, cool. Keine weiteren Fragen, es sei denn, wenn ich noch was von Mumble höre. Aber sieht alles okay aus. Also können wir jetzt wahrscheinlich wieder an Jan übergeben.